So Leute, herzlich willkommen heute. Wir sind in Lüneburg. Die Musik ist zwar relativ laut, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Hier, schaut euch einmal diese geile Halle an. LKH Arena in Lüneburg, finde ich saugeil. Und ich baue jetzt hier einmal das Scouting-Zeug auf. Muss ich alles noch aufbauen. Mook war gerade oder ist gerade noch da hinten oben, baut die Kamera auf. Und ja, das Ganze wird jetzt aufgebaut und dann bin ich mal gespannt, es ist in eine Stunde 20 ungefähr Spielbeginn und ja, ich habe richtig Bock, wir müssen zwei Spiele jetzt hier in Folge gewinnen, heute ist Samstag, dann morgen nochmal, damit wir weiterkommen, aber ich bin guter Dinge, das wird schon. Alles aufgebaut, Streaming Lag vom steht und es sind noch 15 Minuten bis Spielbeginn. Ja, die Halle füllt sich langsam. Eine richtig geile Halle hier, muss man sagen, die LKH Arena. Ja, ich hab Bock, die Spieler auch. Wird ein geiler Tag heute. Gar nicht damit klar. Schaut euch mal das an, die Kamera kommt null damit klar. Die versucht die ganze Zeit zu stabilisieren, kriegt es aber nicht hin. Aber jetzt geht's los. Ich hab Bock auf ein geiles Spiel. Kontrast zum Ball ist jetzt auch nicht der höchste. Meier ist da. Ehrlicherweise ein bisschen Lüneburg-Herrsching zurückgearbeitet ein bisschen hat, ne? Eingeladen wurde, ja. So, da ist doch das Break. Nice von Gage noch. So, wenn ihn das ist schwer. Stehen. Ja, geil. Also an Stefan Hübners Stelle, ein Satz, wo du 14-7 vorne bist, in den Playoffs, das ist wirklich geil. Den darfst du nicht verlieren. Thank you.
ist das bitter. Aber der hat sich ehrlich gesagt jetzt auch mal verdient, weil der hat die ganze Zeit schon sehr, sehr mutig da Hybrid-Diagonal aufgeschlagen. Dass der mal fällt, weil ist okay. Finde ich in Ordnung. Ja. So, 2-1 hinten. Ja, die Sätze waren alle knapp, das heißt noch alles drin. Aber jetzt müssen wir. Du oder dein. Aber war ein geiles Spiel. Ciao. So Leute, zurück in München. Es ist genau 7.04 Uhr. Das heißt, ich bin seit genau 24 Stunden und 34 Minuten unterwegs. Und ich habe ungefähr 4 Stunden geschlafen. Und das auch nur ziemlich beschissen im Bus. Aber ja, ein anstrengender Tag oder ein anstrengender 24 Stunden Leipzig zu Ende. Ich wäre länger gerne in Lüneburg geblieben. Aber leider gab es heute kein zweites Spiel. Naja, jetzt heißt es ab unter die Dusche, ab ins Bett. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.